Hallo zusammen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu der heutigen Ausgabe von LändeTV der Tag. Heute mit diesen Themen. Wir waren bei der Eröffnung des neuen Caritas Lerncafé in Götzis mit dabei. Dann präsentierte heute am Dienstag die Mohrenbrauerei Stormbirn das Ergebnis des letzten Jahres. Und natürlich wie immer gibt's die News, das Wetter und den Sport. Am Montagabend gab es etwas zu feiern in Götzis, und zwar genauer gesagt in Götzis am Garmarkt. In der Volkshochschule wurde das neue Caritas Lerncafé eröffnet und vorgestellt, und wir haben uns unter die Besucher gemischt. Lernen und Spaß haben. Unter diesem Motto steht das Caritas Lerncafé, welches am Montagnachmittag feierlich in der Volkshochschule in Götzis eröffnet wurde. Nicht allen Eltern ist es möglich, ihren Kindern selbst die richtige Unterstützung bei einer guten Schulausbildung zu geben. Das Lerncafé ist hier ein kostenloses Angebot, welches die Möglichkeiten bietet, Kindern die nötige Lernhilfe zu ermöglichen, sofern die persönlichen Umstände wie der Geldmangel für Nachhilfestunden oder die fehlende Deutschkenntnisse dies nicht zulassen. Das Projekt wurde von der Caritas 2007 erstmals in Graz ins Leben gerufen. Ich denke, es bedeutet vor allem viel für junge Menschen, dass sie eine spezielle Förderung erhalten, um die Lernziele und Bildungsziele zu erreichen und damit eine Riesenchance für ihr zukünftiges Leben zu haben. Es gibt rund 30 Lerncafés österreichweit. Neben Lerncafés in Lustenau und Dornbirn bietet die Volkshochschule Götzis nun ein weiteres an. Wir sprechen Menschen an, die von Null, also vom Babyschwimmen bis zum Seniorenturnen, und insofern passen die Kinder perfekt dazu. Noch dazu, weil es am Nachmittag stattfindet, und das sind Zeiten, wo wir in unserem Haus Platz haben, und das Lerncafé ist eine wunderbare Ergänzung zum Angebot der Volkshochschule. Neben der gezielten Hilfestellung bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung auf Schularbeiten und Tests geht es den hauptberuflichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch darum, den Kindern Freude am Lernen zu vermitteln und ihre Deutschkenntnisse zu stärken. Eine gesunde Jause sowie der regelmäßige Kontakt mit den Eltern sind im Caritas Lerncafé ebenfalls sehr wichtig. Soweit also zum neuen Caritas Lerncafé in Götzis am Garmarkt, und bei uns geht's weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Neue Wohnbauförderungsrichtlinien für Vorarlberg. Das neue System tritt ab 1. April 2014 in Kraft. Es wurde alles vereinfacht und soziale Aspekte werden stärker gewichtet. Dafür stehen für das Jahr 2014 171 Millionen Euro zur Verfügung, 75 Millionen davon vom Bund. Mit den neuen Richtlinien wolle man die soziale Ausrichtung der Wohnbauförderung stärken, ohne die Ökologie dabei zu vernachlässigen. Die geänderten Bestimmungen sehe man als einen Beitrag zum leistbaren Wohnen, so Landeshauptmann Markus Wallner. Und falsche Inkassoschreiben. Die AK Vorarlberg warnt derzeit vor einem falschen Inkassobüro. In den letzten Tagen häuften sich Meldungen beim Konsumentenschutz über eine Mahnung des angeblichen türkischen Inkassobüros Cesfarion Inkasso. Der Konsument wird aufgefordert, eine längst fällige Rechnung samt Mahnspesen über 288,95 Euro bis 31. März 2014 zu begleichen. Die AK empfiehlt, das Schreiben zu ignorieren. Heute am Dienstagvormittag lud die Mohrenbrauerei in Dornbirn zu einer Pressekonferenz. Es ging um die Ergebnisse des letzten Jahres und natürlich auch um die Zukunft. Und unsere Kollegen von Vollerte waren mit dabei. Heinz Huber ist Geschäftsführer der Mohrenbrauerei. Wie war das Jahr 2013 für Sie? Ja, das war 2013 war in der 180-jährigen Braugeschichte eigentlich wieder ein sehr erfolgreiches. Konnten das positiv abschließen im Bierbereich, um 100.000 Liter mehr Bier verkauft, und da dürfen wir, glaube ich, ganz stolz drauf sein. Es wurden ja Preisabsprachen zwischen Ihnen und den heimischen Supermarktketten publik. Sie haben auch eine Strafe gezahlt. Gab es darauf viele Reaktionen? Nein, Gott sei Dank sind die Reaktionen eigentlich kaum, dass sich da irgendjemand gerührt hat. Gott sei Dank ist es auch beendet, weil das sind keine Preisabsprachen gewesen, sondern das waren einfach Formulierungsfehler zwischen den Verkäufern und Einkäufern. Und für dieses durften wir diese schöne hohe Strafe zahlen, die wohl eigentlich nicht gerecht war. Sie sind Marktführer im Vorarlberg. Was erwarten Sie sich für 2014? Wir erwarten uns natürlich wieder eine Steigerung, obwohl es im
Markt immer schwieriger wird. Das Konsumverhalten verändert sich. Der saure Radler ist ein Thema und das ist alles nicht förderlich für den Bierabsatz. Werden wir schauen. Das Wetter spielt natürlich auch eine gewisse Rolle und wir hoffen, dass wir auch 2014 wieder mindestens mit Null bilanzieren und hoffen, vielleicht doch wieder eine Steigerung zu erreichen. Was gibt es heuer bei Mohrenbrau Neues? Ja, also wenn Sie jetzt auch Produkte ansprechen, eher nichts. Wir werden diese bestehenden Produkte weiter bewerben. Das XI wird ein Thema sein zu bewerben und schauen, dass wir das als Alternative zum sauren Radler unterbringen. Und natürlich im kleinen Bereich diese Kreativbrauerei, die Kreativbiere, die Seminare, die Bierausbildung und die Ausbildung zum Gastronomen und das perfekte Bier, das wird unser Hauptthema sein 2014. Man darf also gespannt sein, was sich hier noch alles tut. Und bei uns geht es weiter mit Marc Kechter und dem Sport. Vertragsverlängerung bei Bregenz Handball. Marian Klopcic bleibt zumindest eine weitere Saison in der Handballarena Rieden-Vorkloster. Neue Aufgabe für Austria-Lustrau-Spieler Jürgen Patoka, der Defensivspezialist des Fußball-Erstligisten, übernimmt ab sofort auch das Traineramt bei den Austria-Amateuren. Der bisherige Coach Dalibor Milicevic tritt aus privaten Gründen zurück. Und Platz 10 für den Lecher Magnus Weich beim FIS-Slalom in Malbun. Marcel Mattis aus Hohenems kam als 12. ins Ziel. Bei den Damen belegte die Nenzingerin Michelle Morik als beste VSV-Läuferin den 17. Rang. Wie immer, nach dem Sport gibt es jetzt bei uns die Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten. Am 1. April treten die neuen Wohnbauförderungsrichtlinien in Kraft. Die neuen Bestimmungen sollen die soziale Ausrichtung der Wohnbauförderung stärken, ohne die Ökologie zu vernachlässigen. Fracking. Die britische Firma Rose Petroleum verheißt mit den Gasaufsuchungslizenzen am Bodensee ihren Anlegern reiche Erträge. Und wegen Verleumdung an einem Polizisten schuldig gesprochen wurde am Landesgericht Feldkirch die Mutter des bekannten Fluchthäftlings. Sie behauptete fälschlich, der Beamte hätte sich mit einem Bordellbesuch bestechen lassen, um dafür Anzeigen gegen ihren Sohn fallen zu lassen. Soweit zu dem, was morgen in den VN steht. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe LändeTV der Tag. Es folgt noch ein Ausblick auf das Wetter und ich sag tschüss. Gemeinsam stark mit Regional-TV näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender, ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 4 und 5 Grad, der Wind weht mit 6 km/h aus Südosten. Morgen Mittwoch gibt es wenig Änderung. In der ersten Tageshälfte dominiert recht sonniges Wetter. Später ziehen von Süden her über den Bergen ausgedehnte Schichtwolken durch und verdrängen zusehends die Sonne. Es bilden sich über den Bergen auch größere Haufenwolken und im Montafon und um den Arlberg sind bis zum Abend ein paar schwache Regenschauer und Schneeschauer nicht ausgeschlossen. Meist bleibt es aber wiederum trocken bei Tiefstwerten von minus 5 bis 0 Grad und Höchstwerten von 3 bis 12 Grad. Am Donnerstag gibt es dann recht sonniges Wetter, es stellt sich ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken ein. Die Anfälligkeit für Regenschauer bleibt gering. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 5 und 1 Grad, die Höchstwerte 7 bis 9 Grad. Der Freitag bringt wahrscheinlich trockenes und recht sonniges, wenn auch nicht wolkenloses Frühlingswetter. Die Nachmittagstemperaturen nähern sich der 15 Grad Marke. Und am Samstag ist es dann sonnig bei Temperaturen von 4 bis 14 Grad.